heute werden, hallo zusammen, heute werden wir ein schönes Menü vorbereiten. Und zwar für den ersten Feiertag gibt es Kohlrouladen vom Koks Kohlrouladen. Ja gut, ganz wieder, nö, nee, genug. Also, hallo meine Lieben, heute werden wir ein erstes Weihnachtsmenü vorbereiten für den Nein, auch nicht. Also nochmal. Hallo zusammen. Heute werden wir das Menü für den ersten Feiertag vorbereiten. Und zwar gibt es Rindsrouladen vom Kokshof aus Förde-Sperren. Cut! Als erstes wird der Schinken geschnitten. Schinkenspeck. Dann brauchen wir 6 Scheiben. Dann als nächstes immer Zwiebeln. Fertig machen. Schauen wir mal, was hier rein. Zwiebelringe von gestrichen. Das ist alles für die Füllung. Dann haben wir die erste Roulade. Schon einmal abgetupft, jetzt brauche ich noch ein bisschen was zum Abtupfen. Sehr schöne Stücke. Dann haben wir jetzt die Roulade. Das Senf. Scharfen Löwensenf eingestrichen. Ja. Dann Pfeffer. Und salzen. Und Gurke. Zack, und dann wird alles schön zusammengerollt. So, ein Spießchen. Dann wird das einmal festgestoppt. Und fertig. Ist dann gebraten. Das hat aber noch Zeit, weil ich muss die anderen 5 noch machen. Ja. Fett ist heiß. Die Zwiebel getestet. Jetzt kommen die ersten Stücke rein. Die ersten Stücke werden dann reingelegt mit der Haut, mit der Klappseite nach unten. Schön anbraten lassen. Von jeder Seite schön. Aber das muss jetzt ein bisschen rüsten. Ja, ist aber. Einmal gewendet. Schön mit dem Rostaromen hier. So, als nächstes kommen die Zwiebeln dabei. Den auch mit anschmorken. Das
beiden Seiten schön angebraten. Und dann mit Rotwein, Dornfelder in dem Fall. Und es gibt auf jeden Fall eine schöne Soße. Dann kommt zum Schluss kommt noch mal Brühe drauf. Und dann eine Stunde bei der Küche lassen. Und dann gucken wir, was morgen dabei rauskommt.